Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich habe euch gefragt, was ihr so von mir wissen wollt, also beziehungsweise, es ist ja gerade im Trend, ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Sonny, was hältst du von? Und da sind einige sehr interessante Fragen reingeflattert bei Instagram. Ich habe schon mal so ein bisschen drüber geschaut, aber ich habe mir noch keine rausgesucht. Das werden wir jetzt nämlich live am Telefon tun. Und ich würde sagen, wir starten. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ich das nochmal machen soll. Und abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal hier. Auf Instagram haben wir es ja jetzt geschafft. Wir sind 1 Million Leute. Das ist so krass. Ich komme darauf nicht klar. Aber YouTube wird da wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht mehr landen. Aber YOLO. Wir bleiben trotzdem aktiv. Norman fragt, Sonny, was hältst du von nach Köln ziehen? Also, einige Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass es eine sehr lange Zeit von, also so eine Idee von mir war. Und ich dachte auch immer so, boah, Köln ist so die Stadt für YouTuber und so. Ist es auch, glaube ich, immer noch, weil einfach super viele Influencer, ich weiß gar nicht, warum es so ist, aus Köln und Umgebung kommen. Also, mittlerweile halt auch ein Großteil meiner Freunde, würde ich sagen, die ich halt leider nicht so mega oft sehe. Also, ich glaube, mit vielen aus Köln und Umgebung wäre ich closer, wenn wir dort wohnen würden. Was leider nicht der Fall ist. Deswegen ist es aber trotzdem immer wieder schön, einfach hinzukommen und dort zu sein. So. In Berlin habe ich halt tatsächlich echt wenige Freunde, die mich so auf dem kreativen Level supporten können, wenn es jetzt auf YouTube ist, aber dafür halt wirklich so sehr, sehr close Friends. Deswegen habe ich halt sehr lange überlegt, nach Köln zu ziehen, aber ich glaube, ich könnte dieses Leben hier nicht zurücklassen. Generell liebe ich Berlin als Stadt, ich liebe die Möglichkeiten hier, ich liebe meine Wohnung hier, ich liebe, dass ich nah an meiner Familie bin. Mittlerweile kann ich es mir, glaube ich, nicht mehr so gut vorstellen, weil ich glaube, das habe ich auch nach dem letzten Köln-Aufenthalt gemerkt, Köln ist cool, weil man immer sich wirklich das dann so, ich schreibe vorher dann meine Freunde an, die nehmen sich alle Zeit und etc. etc. Und ich glaube, wenn ich da jetzt wohnen würde, wäre das ja alles auch alltäglich. Und dann, ich verändere mich ja dann nicht als Mensch. Ich habe dann vielleicht trotzdem keinen Bock, was zu machen. Vielleicht würde es mich auch stressen, dass so viele Leute, die ich mag, dort wohnen würden und die ganze Zeit was machen wollen. Weil ich habe eben, ich arbeite sehr, sehr viel am Tag, auch wenn es vielleicht manche Leute nicht so sehen. Es würde mich vielleicht auch, vielleicht würde es mir auch helfen. Ich laber jetzt so lange um die erste Frage. Einfach, weil ich mit vielen Leuten Content machen könnte, aber ach, ich weiß, ich bin mir, also ich glaube, Berlin ist die Stadt to be. Sonny, was hältst du von langen Autofahrten? Ich muss sagen, ich bin so niemand, dem das irgendwie Angst macht oder den das irgendwie triggert. Also ich finde es einfach nur ab einem gewissen Grad nervig. Wenn man gut durchkommt, finde ich es auch gar nicht so schlimm, aber so als Beifahrer finde ich es sogar fast langweiliger als Fahrer. Also fahren macht mir eigentlich extrem Spaß, auch bei langen Autofahrten. Ich weiß nur, eine wirklich kritische Autofahrt war, wo ich dieses Jahr im Sommer in Holland war mit den Mädels und wir zurückgefahren sind und wir waren so todmüde. Alle im Auto haben geschlafen. Es hat die Stimmung nicht wirklich besser gemacht für mich. Ich war so müde. Es war wirklich teilweise schon gefährlich. Also bei langen Autofahrten bitte ruht euch dann vorher genug aus und so. Und es geht natürlich auch nur, wenn gewisse Ruhe herrscht. Das war wirklich kritisch. Da bin ich auch kurz rausgefahren und habe mir eine Cola geholt und so, um wieder klarzukommen, frische Luft geschnappt und so. Aber wenn alle dann um dich rum auch noch im Auto schlafen, dann du kannst einfach nichts machen. Du traust dich nicht, die Musik laut aufzudrehen, weil die Leute ja schlafen wollen und du verstehst es ja, weil du bist auch müde und so. Also seid als Beifahrer, versucht einfach wach zu bleiben und versucht dann nicht einfach so da zu chillen und nichts zu sagen. Ich weiß, man neigt als Beifahrer voll oft dazu. Ich war auch immer so ein Beifahrer bei Marcel. Ich gesagt habe, boah, jetzt kann ich ja pennen. Und Marcel war immer so, nein, bitte, sei ein guter Beifahrer, red mit mir und so. Das macht es dem Fahrer einfach leichter, glaubt mir. Also seid nicht die Person, die dann sich mit Kopfhörern dahinsetzt und nicht redet. Das ist echt anstrengend für den Fahrer bei langen Fahrten. Sonny, was hältst du von Karaoke? Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der noch nie in einer Karaoke-Bar war und der sich es auch wirklich ziemlich scheiße vorstellt. Also ich check den Hype nicht so darum. Karaoke-Bar. Vielleicht ist es ganz cool, aber ich habe es halt noch nie gemacht. Und irgendwie in Filmen, wenn die so in Karaoke-Bars sind, denke ich mir auch immer so, ich glaube, für einen selbst macht es wahrscheinlich Spaß, aber es mir anzuhören, wenn Leute sich dann da so fühlen, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht. Weil ich habe das Gefühl, Leute gehen in eine Karaoke-Bar, obwohl vielleicht, um wirklich lustig zu sein. Ich glaube, wenn man so trinkt und so, vielleicht ist es, ich habe es noch nie gemacht. Was soll ich sagen? I really don't know. Ich finde es ein bisschen cringe, glaube ich. Was hältst du von Marken, die ausschließlich von Influencern beworben werden? Ich glaube, es gibt keine Marke, die nur von Influencern beworben wird. Aber ich weiß schon, was ihr meint, also was für Marken man meint. Und ich finde, es kommt immer so drauf an. Also es gibt viele Marken, die echt übertreiben und gefühlt jeden anschreiben. Und dann ist es irgendwie... Du hast Flowers. Oh, 2x1 Million. Ach so. 1 Million Menschen sind kein Hype. Okay, das ist dann safe von Ramona. Aber wegen No Hype, safe, safe. Auf mein Management. Thank you so much.
Das Ding ist, es wird ja gefühlt auch jeder, der mal in irgendeinem Trash-TV-Format war, dann Influencer und bla und Marken, die sich dann immer so sofort auf diese Leute stürzen. Ach, ich weiß nicht, ich find's kritisch. Ich finde auch kritisch, viele Influencer kritisch, die aus so Trash-TV-Formaten Influencer werden. Manche sind cool, aber manche nutzen ihre Reichweite dann einfach wirklich nur, um alles zu promoten, was ihnen in die Hände fällt. Und dann finde ich, dass diese Leute das Wort Influencer richtig in den Dreck ziehen. Aber jeder, wie er will. Ich finde damit, dass sich die Marken dann halt damit auch nichts Gutes tun. Sunny, was hältst du von Designertaschen, deren Qualität schlecht ist? Ich habe ja einige Designertaschen und ich achte sehr, sehr stark, ob die Qualität gut ist oder nicht. Sonst würde ich das niemals behalten. Es gibt eine Tasche und zwar die Boybag von Chanel, okay? Ich finde, für die Qualität, die sie hat, auch so vom Innenfutter und so, was obvious fast nicht existiert, Für das, was sie ist sie einfach wirklich zu überteuert. Das ist einfach wirklich Trend. Das Ding ist, ich finde diese Tasche einfach an sich so schön und sie ist auch praktisch, weil sie geräumig ist. Ich mache die ganze Zeit so. Aber ich finde trotzdem, dass ich qualitativ hochwertigere Taschen habe. Vielleicht hält die dann sehr, sehr lange etc. Aber ich finde so, eine Tasche muss dann auch, wenn man innen drin sie anfasst und so, muss sie schön sein. Wahrscheinlich ist sie sehr robust. Ich kann auch nicht ganz erklären, was ich meine, aber das ist ja wirklich mit Abstand die teuerste Tasche, die ich habe. Und ja, aber vielleicht ist sie von außen sehr robust. Ich muss das noch testen. Aber ich würde es definitiv saufrech finden, wenn das keine gute Qualität hat. Weil man zahlt dafür ja wirklich. Also ich glaube, in vielen Fällen zahlt man halt den Namen. Aber man kann ja auch immer schon so ein bisschen selber schauen, ob die Qualität für einen jetzt stimmt oder eben nicht. Was hältst du davon, dass YouTuber zum Beispiel Unge, Tonia, Tadel nach Madeira ziehen? Ich glaube, ich finde das sehr schlau und sehr mutig. Ich habe mich mit der Thematik jetzt nicht so wirklich auseinandergesetzt. Also, ich verfolge auch eigentlich niemanden davon so richtig. Klar kriegt man mal eine interessante Reaction von Unge mit oder Tonia wird mir auch manchmal was vorgeschlagen, von deren ich habe noch nie Videos. Wenn die sich alle gut verstehen, finde ich es cool. Ich finde halt, es ist ein bisschen kritisch, obwohl ich finde eigentlich nichts daran kritisch. Ich finde, jeder soll machen, was er will. Also, ich finde es sehr mutig und ich finde es sehr cool. Und wenn die so denken, ey, wir lassen alles in Deutschland zurück und ziehen da jetzt hin, ich glaube, steuerlich macht das einen extremen Vorteil, da zu wohnen. Ich glaube, da sind da nicht auch so wie in Dubai so richtig wenige Steuern oder wahrscheinlich sogar gar keine. Also steuerlich auf jeden Fall sehr gut. Und generell, umso mehr YouTuber dort halt sind, umso kreativer können sie dort ja auch sein. Also als Unge nach Madeira gegangen ist, dachte ich mir so, okay, crazy, so er geht einfach alleine dahin. Aber er hat es ja jetzt halt irgendwie geschafft, dorthin zu gehen und auch Leute mitzuziehen. Ich glaube, was eine Sache ist, über die man definitiv nachdenken sollte, und ich glaube, niemand, der dort jetzt ist, will das gerne hören, aber ich kann mir vorstellen, dass auch viele dorthin gehen. Es ist auch nicht richtig verwerflich, aber viele gehen bestimmt dorthin, um so Unges Hype mit abzusneaken. Also, das kann ich mir einfach vorstellen. Also generell merkt man das ja immer. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das immer so sieht oder einfach vielleicht dazu negativ bin, aber man merkt schon immer, dass wenn Leute gerade irgendwie einen krassen Hype haben oder so, es gibt immer so gewisse Menschen, die da extremst dann drauf abfahren und auf einmal dann den Kontakt suchen und auf einmal kriegt man es mit. Vielleicht ist es auch Zufall und die Leute haben trotzdem behind the scenes extrem viel Kontakt, aber an Unges Stelle und auch an anderen Leuten Stelle, die so in diesem Hype sind, würde ich mir schon immer Gedanken machen, wer jetzt auf einmal kommt und mich in Madeira besuchen will. Also ich habe schon das Gefühl, dass, ohne jetzt irgendwem was zu unterstellen, aber ich, für mich, ich weiß nicht. Ich kann aber auch zum Beispiel verstehen, dass man, wenn man die ganze Zeit alleine auf Madeira ist, dann nimmt man gefühlt alles, jeder, der da kommen will, den lässt man auch kommen oder man ist einfach so gastfreundlich oder man ist einfach auch wirklich vorsichtig und gibt den Leuten nicht das, weswegen sie vielleicht einfach da sind. Keine Ahnung, aber ich finde es an sich echt cool und echt mutig, ja, weil das einfach, also dort wird das Leben ja wirklich komplett anders sein als hier, so. Und es sieht auch echt geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, es hat eigentlich nur Vorteile. Wetter, Steuern, YouTuber um einen rum. Was will man mehr? Hätte ich keine Flugangst? Vielleicht würde ich mir das Ganze mal anschauen immer. Was hältst du von der Tatsache, dass Schulen trotz der hohen Zahlen noch offen haben? Finde ich komplett dumm. Sonny, was hältst du von Zimmerpflanzen? Also das ist ja eigentlich jetzt wirklich eine richtig lame Sache. Aber ich finde Zimmerpflanzen schön bis zu einem gewissen Level. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, ich will wirklich jetzt niemanden angreifen, aber ich finde es irgendwie ungepflegt, wenn man so die ganze Wohnung voller Pflanzen hat. Also kennt ihr diese Wohnungen, die so extremst voller Pflanzen sind und am besten, das sind dann immer Wohnungen, wo dann auch Bilder nicht an der Wand hängen, sondern auch auf dem Boden stehen. Da ist immer so Altbauparkett drin, man schläft am besten auf einer Europalette. Also wisst ihr, ich finde das irgendwie, ich will jetzt nicht sagen eklig, aber also wisst ihr, was ich meine? Ich kann damit gar nichts anfangen. Also so ein paar Pflanzen finde ich mega gut. Das Ding ist, ich kann sie nicht am Leben halten. Ich habe dafür einfach gar keinen Nerv. Deswegen bei mir sind es Kunstpflanzen, aber prinzipiell finde ich es schön im Maß. Ich weiß nicht, warum ich es ab einer gewissen Pflanzenmenge irgendwie eklig finde. Keine Ahnung. Sonny, was hältst du von Plüschtieren?
Ich muss sagen, früher dachte ich mir auch mal so, boah, weil mein Freund mir irgendwann so ein XXL-Teddybär schenkt und so. Aber ich glaube einfach, das ist das Zeichen, dass ich zu alt geworden bin. Ich würde das jetzt nicht mehr so feiern. Also, es ist halt eher irgendwie unnötig. Früher natürlich, als ich jung war, ich habe Plüschtiere geliebt. Aber jetzt denke ich mir so, ja, okay, it is what it is. Also, ja, kein Bezug, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie dann so eine Sache, die liegt dann halt einfach rum oder steht einfach rum. Deswegen, ich weiß nicht. Nee, was hältst du von Erdgeschosswohnungen mit Garten oder Wohnungen mit Terrasse? Also für einen Hund definitiv Erdgeschosswohnung mit Garten, aber auch nur, wenn der Garten, nicht so wie bei uns in der ersten Wohnung, so irgendwie geschützt ist. Wir hatten zum Beispiel eine Wohnung mit Garten, also mit einem kleinen Garten, mit einer Terrasse auf dem Boden, aber die war zur Straße raus. Und jeder Mensch ist einfach immer so in unseren Garten guckend dahingegangen. Deswegen haben wir es nie genutzt. Das war eine größere Fläche und wir haben sie nicht genutzt und wir haben dafür Miete gezahlt. Das ist einfach scheiße. Vor allem, weil wir auch einen angrenzenden Garten hatten an eine andere Familie, wo der aber nicht wirklich mit irgendeinem Sichtschutz oder so war. Da waren nur so ganz kleine Büsche und die Kinder sind dann immer auf unsere Dings gekommen und die mochten uns alle nicht. Das waren so ältere, spießigere Leute und die dachten sich so, warum können die sich das hier leisten, bla bla. Haben uns ja übelst geekelt. Ich glaube, die Nachbarstory von damals kennt ihr. Also übelst rausgeekelt. Und dann haben wir uns erst recht nicht getraut. Wir haben uns nicht getraut, dort Musik anzumachen. Wir haben gar nicht diesen Garten als Spaßgarten genutzt. Das war immer so übel, die unangenehme Stimmung. Deswegen kritisch. Aber wenn man ein Haus, also ich würde, glaube ich, eine Wohnung mit Garten immer scheiße finden, weil ich kenne es auch zum Beispiel von meiner Mom, dass über ihr jemand wohnt, der dann auch immer irgendeine Scheiße runterschreit, weil die Person einfach keine Hobbys hat. Also nur als Haus würde ich Garten, glaube ich, feiern, weil in einem Wohnblock bist du so darauf angewiesen, dass deine Nachbarn krass sind. Deswegen lieber ganz oben wohnen mit einer geilen Terrasse, wo niemand dich, ja, irgendwie stresst. Sonny, was hältst du von Leuten, die nur auf Äußerlichkeiten Wert legen? Ich glaube leider, dass es in der heutigen Zeit extrem mehr werden. Also klar werden auch die Stimmen mehr, die so sagen, ey, das Innere zählt und Leute kriegen ja, also viele Leute haben eine Plattform, die nutzen die dann meistens auch gut. Aber es gibt halt, also ich finde diese Entwicklung, dieses Kylie Jenner, ich muss meinen Ass big machen und bla bla bla, das wird ja immer mehr und das hört auch nicht auf. Also ich sehe das nicht aufhören, eher im Gegenteil. Und ich glaube, ein großes Problem sind auch Leute, die sehr viel an sich haben machen lassen. Ich rede jetzt nicht von ein, zwei Eingriffen oder mal hier, mal da, sondern wirklich sehr viel an sich machen lassen, aber dann sagen, also ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe, aber jemand bei Temptation Island war relativ gemacht und hat dann gesagt, boah, jetzt, was war das? Die hat auf jeden Fall so von Selbstliebe so geredet und so meinte so, ja, boah, jetzt weiß ich endlich, dass ich gut bin, wie ich bin und so. Und dann denke ich mir so, es ist halt aber irgendwie so kontrovers, weil damit sagt die Person ja, nur durch diese ganzen OPs, und vorher war sie nicht hässlich, so, ist sie jetzt erst gut, wie sie ist. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde, es ist ein ganz kritisches Thema, als eine sehr, sehr operierte Person zu sagen, boah, jetzt liebe ich mich endlich selbst. Aber natürlich, ich unterstütze es trotzdem, wenn jemand wirklich super krass unglücklich mit sich selber ist. Aber die Person, ich glaube, das war das, was mich so getriggert hat, hat gesagt, sie war davor gar nicht so richtig unglücklich, sondern sie dachte einfach, das würde schöner sein. Und ich finde aus diesem, ich denke, es wird schöner sein, klar, kann auch jeder machen, weil ich bin auch mit Leuten befreundet, die sowas denken, so, pff, ja, dann passe ich halt besser in Kleider, ja, dann mache ich halt dieses. Ich will die Person das gar nicht fronten, so jeder, wie er möchte, aber ich finde es immer ein bisschen eine schwierige Botschaft, zu sagen, boah, ihr seid gut, so wie ihr seid, und dann seid ihr aber irgendwie, sind eure, das ist ja immer so, eure Lashes, das zählt ja schon gar nicht mehr. Also, klar ist das keine Schönheits-OP, aber ich habe das Gefühl, es zählt schon gar nicht mehr, wenn man Fake-Lashes hat, also diese Wimpern-Extensions. Das ist einfach schon normal, dass man das hat. Man hat einfach Wimpern-Extensions. So. Dass man Hyaluronlippen hat, ist eigentlich auch schon normal. Also es zählt schon fast gar nicht mehr. Das ist eigentlich, fast jede zweite Influencerin sieht doch genauso aus. Fake Lashes, Hyaluron, fertig. Dann vielleicht ist noch die Nase gemacht. Die Brüste, das ist ja eigentlich auch schon normal. Also Brüste, so wisst ihr so, das alles ist so normaler geworden. Und ich finde, deswegen ist Oberflächlichkeit noch ein größeres Ding. Vor allem, weil man sich auch voll nach Reichweite mit Leuten manchmal trifft. Also es gibt super viele Leute, die sich treffen, weil Leute Reichweite haben, was sie dann vielleicht auch wegen ihrer Optik haben, ihren freizügigen Fotos, bla bla bla. Aber man darf nicht vergessen, dass Leute durch ihren Charakter auch sehr schön werden. Es gibt nur mal so ein Beispiel. Ein Mädchen, ich habe das damals meiner Mom gezeigt in der Schule und ich meinte so, boah, jeder steht auf die. Ich habe Angst, dass mein Freund mich mit der betrügen will, weil die wirklich sehr close waren und im Endeffekt ist es auch passiert. Aber egal, ich meinte immer so, boah, jeder steht auf die und ich verstehe das irgendwie nicht. Und dann meinte meine Mutter auch so, ja, keine Ahnung, also ich finde sie jetzt auch nicht sonderlich hübsch. Und meine Mutter ist bei sowas echt eigentlich immer sehr ehrlich. Und sie war auch nicht, die sah normal aus. Das war einfach ein normales Mädchen so. Und sogar eher ein bisschen seltsam. Also die könnte jetzt keine Gesichtsmodel-Porträts machen, wisst ihr, was ich meine? Weil das jetzt nicht so eine typische Schönheit war. Und
trotzdem stand jeder auf sie und dann habe ich sie kennengelernt und ich war so richtig so, boah, krass. So, die ist einfach geil drauf, die ist einfach irgendwie cool. So, und auf einmal konnte ich es halt nachvollziehen. Und dann, ja, habe ich ihr sogar Dinge nachgemacht, weil ich dann so sein wollte wie sie und so, also als ich jünger war. Das sollte euch einfach zeigen, so, und die Person hatte auch keine Riesenbrüste. Die Person hatte auch keinen riesigen Ass, so, die sah ganz normal aus. Also, die war sogar sehr, 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 sehr schlank. Und ja, also wirklich 0815. Und das ist halt so krass, so, das war trotzdem so das der Crush des Jahrgangs. Und das sollte einfach wirklich zeigen, Charakter und deine Ausstrahlung und die Art, wie du auf Menschen zugehst, das ist das, was attraktiv macht. Und alles Weitere ist einfach nur eigentlich irrelevant. So. Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Falls ich das nochmal machen soll, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu allem in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!